Hallo und herzlich willkommen zur Samstagskonferenz. 15.30 Uhr. Alles ist eigentlich angerichtet für dieses tolle Spiel und auch für die vier weiteren Spiele. Wir sind hier in Dortmund, wie man unschwer erkennen kann. Und auf die Partien schauen wir jetzt auch mal drauf. Wir haben einmal, wie Sie sehen, die Dortmunder gegen die Gladbach. Leverkusen muss gegen Freiburg ran, Wolfsburg gegen Hertha, Bremen gegen Ingolstadt. Und ja. Eins habe ich vergessen, Hoffenheim gegen Köln ist noch dabei. Ja, dann kommen wir auch auf alle 5 Spiele. So. Gut, dann gehen wir mal zu einem Spiel, denn Leverkusen gegen Freiburg. Hallo und herzlich willkommen aus Leverkusen. Hier haben wir nochmal Hernandez. Der ist auf jeden Fall heute im Fokus. Leverkusen muss auf jeden Fall gewinnen heute. Genauso wie Freiburg. Haben beide letzten Spieltag verloren. Leverkusen hat 2-1 in München verloren. Und hier haben wir nochmal die Aufstellung. Und Freiburg hat daheim gegen RB Leipzig 4-1 verloren. Also heute muss einiges gut gemacht werden. Beide Teams können heute gewinnen und haben auf jeden Fall die Chancen dazu. Oh. Also, einmal noch abklatschen, bevor es dann die, denke ich mal, schon spannende Partie gehen wird. Ungefähr 4.000-5.000 Freiburger sind mitgereist. Hier haben sie nochmal die Aufstellung. Ja. Oh. Also, wir freuen uns auf eine spannende Partie, genauso wie in Wolfsburg. Und hier sehen wir mal kurz die Hertha-Aufstellung. Wir kommen natürlich aus Wolfsburg, wo die Hertha zu Gast ist. Und da hier gibt es gleich den Anstoß. Sie sehen es, regnen tut es. Und Temperaturen so zwischen 5 bis 7 Grad. Das hält sich in Grenzen. Also, perfektes Kretschenwetter. Also heute sollte man es nicht übertreiben. Jascha zur Heide pfeift heute die Partie. So, hier haben wir nochmal Mario Gomez. Ich denke, er will endlich mal daheim treffen. Und los geht es am Fußball-Samstag. Wolfsburg stoßt an im gewohnten grünen Trikot. Und die kommen auch direkt mal mit Daschikowski. Ball wird abgenommen, aber jetzt gibt es erstmal das Foul und wir gehen weiter nach Hoffenheim. Herzlich willkommen in Hoffenheim. Hier hat Köln schon probiert, mal anzugreifen. Am Ende war es dann eher nichts. Und hier von Hoffenheim war auch nichts. Jetzt haben wir natürlich Osako und Modest ist natürlich heute wieder im Fokus. Ob er heute wieder seine Tore schießt. Kommt, ja, hier kommt keiner und wir gehen nach Bremen zur letzten Station. Ja, herzlich willkommen aus Bremen. Das Absteigerduell, wenn man so möchte. Die Knappe jetzt kommt zu Bremen. Ja. Tor in Leverkusen. Ja, dann gehen wir nach Leverkusen. Hier ist das erste Tor passiert. Schauen Sie sich das nochmal an. Schön. Ich glaube, Memedi war's. Schöner Kopfballtreffer. Also, schön gespielt. Erste Aktion. Verdient. Ja, verdient. Kann man eigentlich schon sagen. Obwohl die Mannschaften jetzt gar nicht so viel Torschancen hatten. Gut, also wir haben jetzt alle Spiele uns mal angeschaut. Das erste Tor ist also hier in Leverkusen gefallen. Wie wird Freiburg da jetzt reagieren? Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sie hinten liegen, auswärts. Ist ja auswärts eher nicht so gut und dafür daheim. Aber hier gibt es erstmal einen Einwurf.
Und wir gehen da zurück, wo wir angefangen haben, in Dortmund. Ah, hier kommt Dortmund jetzt ein bisschen. Castro am Ball. Das war's dann. Aber jetzt die Gladbacher vielleicht. Wird aber abgenommen. Aber jetzt Raphael. Kein Foul. Gut, also hier heute Stunde durch. Dortmund kommt noch. Also Gladbach kommt hier nicht gut in die Partie nach der Viertelstunde. Aubameyang, Dembélé macht er. Ah, die Flanke war ja ungünstig. Castro jetzt gegen Strobel, Aubameyang. Und ja. Foul. Schauen wir uns noch an. Aubameyang wird ihn schießen. Keine schlechte Freistoßposition. Jetzt kommt noch das Spray. So, wir haben jetzt ganz schön lange gewartet. Ich hoffe, Aubameyang macht was draus. Und der kommt nicht. Aber wir gehen nach Hoffenheim. Kommt Hoffenheim, aber auch wieder nicht gut geklärt. Ja, also beide Mannschaften ja sehr, sehr, sehr gut in die Partie, in die Saison gestartet. Kommt Köln. Und Risse. Vorteil, Modeste. Höger und Hector wieder. Ah, wird nicht viel draus. Tor in Leverkusen. Keine Ideen. Ja, dann gehen wir wieder nach Leverkusen. Zweiten Tor. Unfassbar. 1:1. Freiburg gleicht aus. Und das, ja, verdient. Die haben sich wieder gefangen. Hier sehen wir es. Haben wir durchgelaufen. Das macht er sehr gut. Und ja, jetzt steht es wieder 1:1. Zwei Tore in Leverkusen, bei den anderen noch nichts passiert, also hier läuft es dann schon. Also, Philipp war's. 24 Minuten durch, 1:1 steht es also hier. So, wie wird Leverkusen jetzt drauf reagieren? Freiburg hat auf dieses 1:0 reagiert. Hier steht es 1:1 und im Wolfsburg steht es noch 0:0, genauso wie auf den anderen Plätzen. Das ist richtig. Wolfsburg kommt jetzt hier nochmal mit Luis Gustavo. Mit Gomez. Arnold. Also, hier noch ein bisschen unkreativ in der Sache. Sind nicht so gut ins Spiel rein, die Wolfsburger. Hertha hat bisher das ganze Spiel bestimmt. Ja, Stein. Erstmal weg. So, wieder Wolfsburg. Vielleicht kommen sie jetzt. Kalitschuri. Und er kommt nicht. Jetzt haben wir Ibisevic. Stocker. Ah, jetzt wieder Stocker. In der Mitte läuft Ibisevic und er ist drin! Was für ein schönes Tor! Und ich glaube, Wolfsburg hat da nicht mit Ibisevic gerechnet, obwohl man den auf den immer ein Auge haben muss. Und auch kein Abseits, oder? Dürfte eigentlich keins gewesen sein. Und das war jetzt ein bisschen... Also die Abwehrarbeit war jetzt echt sehr grottig und schlecht von Wolfsburg. Also auf den muss man da schon achten. Ibisevic macht also sein Tor. Gut, da steht es ja auch schon 1:0 und wir gehen zum Abstiegskampf. Also das heißt Abstiegskampf, aber
Die beiden Mannschaften sind dann schon echt weit unten. Bremen ist hier ein bisschen besser in die Partie gekommen. Und Ingolstadt jetzt am Ball. Wie gesagt, viel zu sehen gab es hier noch nicht. Ingolstadt ein bisschen zurückhaltend. Jetzt kommt aber Lescano, Latte! Und er kriegt den nicht weg und der ist wieder an der Latte. Lattenkreuz und der ist weg. Nee, der ist immer noch nicht weg. Was ist denn hier los? Und jetzt gibt es erstmal Gelb, wir gehen nach Dortmund. Ja, hier wünschen wir uns eine Spannung. Tor in Wolfsburg. Dann gehen wir wieder dahin. Und hier ist die Spannung raus fürs Erste. Wolfsburg liegt 2-0 hinten. War eine Ecke und hier, ich glaube, Mitchell Weiser, der macht das einfach sehr, sehr gut. Gibt's nichts zu meckern. Feiert da mit den Auswechselspielern. Also, wie wird Wolfsburg jetzt darauf reagieren, mit dieser 2-0 Niederlage? Also verdient 2-0 hier. Wolfsburg liegt mal wieder hinten. Letztens ja daheim auch nur ein 1-1 gegen Ingolstadt. So, aber wir waren in Dortmund, da gehen wir jetzt auch wieder zurück. Ja, und ich hatte gesagt, hier wünscht man sich die Spannung, jetzt hatte man sie. Dortmund kommt also. Aber jetzt in der Halbzeit wird erstmal nicht mehr passieren, aber... Ja. Oder kommt Gladbach nochmal mit Strobel? Der war dann eher schlecht. Die Borussen ja letztens nur ein 1-1 gegen Hoffenheim. Soweit ich mich erinnern kann. Aber jetzt vielleicht die Dortmunder mit Reus. Mit Reus und Weigel. Und ja, der Ball ist weg. Wenn ihn jetzt Kramer ausschießt. Ja. Und das war die erste Halbzeit. Hat man sich ein bisschen mehr erhofft. Aber auf den anderen Plätzen sieht es dann ja da schon spannender aus. In Leverkusen wurden Tore geschossen. Da steht es 1-1 gegen Freiburg. Und Hertha gegen Wolfsburg. Da steht es für Hertha 2-0. Hier steht es also 0-0. Und wir beginnen wieder in Leverkusen mit der zweiten Halbzeit. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück in Leverkusen. Hier steht es 1-1. Wir waren hier nach dem 1-1 nicht mehr. Und jetzt haben wir Heinrich erstmal im Brand. Lars Bender. Also wie gesagt, hier war auch kein Grund hinzukommen. Beide Mannschaften haben sich nicht mehr so viel blicken lassen. Jetzt kommt vielleicht der Torschütze. Hier gibt es einen Foul und wir gehen nach Wolfsburg. Herzlich willkommen auch hier wieder in der zweiten Halbzeit in Wolfsburg. Also vielleicht jetzt hier mal die Köpfe gewaschen der Wolfsburger, weil die hier 2-0 nach so einer miserablen Partie hinten stehen. Also jetzt kommt aber wieder Haraguchi. Tor in Dortmund. Dann gehen wir dahin. Und hier ist es jetzt endlich passiert. Das lang ersehnte Tor. 1-0 für Dortmund. Also im Großen und Ganzen ist es auch verdient. Ja. Sehr, sehr schön gespielt. Und Mario Götze war es, macht sein Tor. Also er passt hier wieder rein. Wunderbar gespielt. Feiert dann natürlich. Ja. Hier steht es 1-0. In Bremen steht es noch 0-0. Guter Fass. 0-0 steht hier noch beim 16. gegen den 17.
Jetzt kommt Lecky, vielleicht von Lescano. Ingolstadt macht in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr. Erste war deutlich Bremen besser. Aber sonst haben wir hier nicht so viele Chancen gesehen. Also wir haben eben gesehen, der Lattenschuss, der war nicht drin, hat man gesehen. Aber das war schon echt Pech für Ingolstadt und Riesenglück für Bremen. Und jetzt Tor an Dortmund. Dann gehen wir direkt wieder hin. Und ich glaube, der Damm ist hier gebrochen. Dortmund führt 2-0. Also der Doppelschlag. Ich glaube, damit ist das jetzt hier auch entschieden. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass der Gladbach nochmal rankommt. Also hier steht es auch 2-0. Aubameyang. Ja, 2-0. Hier. Also. Freudenstanz. Ja, überall wo Tore geschossen sind, sind zwei. Und da wo auch zwei sind, sind in Wolfsburg. Aber nicht für Wolfsburg, sondern für Hertha. Und da gehen wir jetzt auch wieder hin. Ja, Berlin kommt jetzt mit Lustenberger. Araguchi. Und die Riesenchance. Aber gut von Benayo. Kraxler jetzt. Komm, ist vielleicht im Anschlusstreffer würde der Partie, glaube ich, sehr, sehr helfen. Weil, ja, das war natürlich ein Foul. Wolfsburg. Wenn es da 1-2 stehen würde, wäre die Spannung auf jeden Fall wieder drin, weil Hertha hat sich jetzt schon ganz schön hinten reingebuchtet. Ja, Petrak. Nee, Quatsch. Er kriegt jetzt halt hier die gelbe Karte. Wir gehen nach Hoffenheim. Da, wo es noch 0 steht. Hier kommt nämlich Köln. Vorteil. Also hier Partie. Vielleicht wird sie auch nochmal spannend, aber irgendwie ist der Damm noch nicht gebrochen. Also beide Mannschaften sehr, sehr unkreativ. Jetzt kommt vielleicht auch okay. Gut geklärt. Wagner. Kamaric kommt nicht durch, wird gefoult und wir gehen nach Bremen. Und hier ist gerade eine riesen Chance passiert. Und die letzte Ecke. Und jetzt gibt es erstmal einen Wechsel. Ja, also es war hier schon eine riesen Chance für Ingolstadt, die hier schon ein paar Mal hätten in Führung gehen können. Jetzt kommt wieder Ingolstadt. Mit Hartmann. Hartmann wird von Zane gestoppt und der kann den Ball nicht sehr gut klären. Napri jetzt im Kopfballduell. Junuzovic im Kopfballduell. Und da wird jetzt auch noch der Ingolstädter Mann umgewendet. Hier wird es wahrscheinlich jetzt auch noch gelb geben. Ne, keine. Wir gehen nach Leverkusen. Hier kommt Freiburg nochmal. Also hätte man gar nicht gedacht, dass sich jetzt die beiden Mannschaften hier so gehen lassen, sagen wir mal. Tor Hernandez. Dann gehen wir nach Hoffenheim. Da lassen sich nicht gehen oder hier kommt. Und der ist nicht drin. Wir gehen nach Hoffenheim. Und hier steht's 1-0. Und das verdientermaßen, ja. Wir haben ein langweiliges Spiel gesehen, aber jetzt, ja, Hoffenheim war die bessere Mannschaft und es steht 1-0. Und ein schönes Tor war es, ja. Und hier sehen wir ihn nochmal feiern. Also, Hoffenheim führt 1-0. 75 Minuten hat es hier gedauert, bis ein Treffer gefallen ist. Und ja,
Wie wird Köln das jetzt machen? Weil jetzt noch in einer Viertelstunde 1-0 aufzuholen oder zu drehen, wird schwierig sein, aber wir schauen natürlich gespannt drauf. Jetzt steht es ja nur noch in Bremen 0-0. Sonst ist eigentlich überall ein Tor gefallen. Oh, und jetzt wird auch hier nochmal gewechselt und wir gehen nach Wolfsburg. Ja. In Bremen. Ja, dann gehen wir nach Bremen. Was für ein Tor! Und jetzt steht es hier 0-1 für Ingolstadt. Und hier sehen wir es nochmal. Ein wunderschöner Treffer. Wir haben den Torhüter gesehen. Er regt sich auf. Also, dass sie ihnen da so viel Platz geben, die Bremer, die machen sich selbst das Leben schwer. Aber gut. Verdient war es ja. Man hat es kommen sehen nach diesen Riesenchancen. Und Ingolstadt war einfach hier heute viel besser im Spiel. Also, überall ist jetzt ein Tor gefallen. Ich muss es verbessern. So. Also, selbe Spielchen, wie über Bremen drauf reagiert. Gnabry verliert jetzt erstmal den Ball. Tornhoffmann. Dann gehen wir da hin. Alles ist geregelt. 2-0, Hoffenheim, der Doppelschlag. Zwei Tore innerhalb von 4 Minuten. Und schauen wir mal drauf. Ja, Torhüter war noch fast dran, aber da kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Wagner war es also. Also 2-0 hier, das wird dann doch auch gegessen sein. Köln wird hier, denke ich mal, nicht mehr zurückkommen. Obwohl, es ist schon alles passiert am Fußball-Samstag. Wir wollen da nichts außer Fragen stellen. So, jetzt wie kommt Köln nochmal? Jetzt mit Zoller, mit Risse. Sie haben es gesehen, Modeste wurde ausgewechselt. Aber wir gehen nach Dortmund. Ja, hier kommt nochmal Kagawa. Und nein. Kommt er nicht durch. Also hier haben wir auch die Dortmunder Fans, wie sie hören. Die feiern das schon. Also ich denke, da können sie auch zurecht feiern nach guten gespielten Minuten. Also hier wird Gladbach mal, denke ich, mal nicht zurückkommen. So, lassen sich jetzt hier schon doch viel Zeit, Reus. Aber die reicht! Und 3-0! Und hier sind alle Sorgen jetzt auch nochmal weggespielt. Das 2-1 von Frankfurt ist jetzt weggespielt. So, hier ist es durch. 3-0 Dortmund. Von Piszczek. Ne, Sokratis war es, Entschuldigung. Und ja, da, hier ist es gegessen, aber in Bremen noch lange nicht, oder? Nee, weil Bremen jetzt nochmal kommt! Und den muss er doch normalerweise machen, Fritz. Hier. Knapp war's. Dass man die auch noch liegen lässt. Jetzt kommt hier nochmal ein Wechsel. Da gehen wir doch nochmal dahin, wo es auch noch spannend ist, nämlich Leverkusen gegen Freiburg. Da steht es nämlich noch 1-1. Da ist ja auch noch alles offen. Das ist richtig, Leverkusen kommt hier nochmal, aber Freiburg hat den Ball. Das müsste so nochmal schnell gehen, aber hier gibt es einen Foul. Gibt auch wahrscheinlich noch eine Karte, oder? Also, es wird immer knapper und knapper. Ja, gelb gibt's.
Leverkusen will natürlich jedes Spiel noch gewinnen, aber Freiburg macht das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, das war natürlich auch faul. Kann man einfach nicht sagen, dass es kein Foul war. Das war natürlich gelb. Also, wir gehen auch nochmal nach Bremen. Wir bleiben jetzt mal hier bei den spannenden Partien. Ja, wenn jetzt sich Ingolstadt hier den Sack zumacht mit Lescano, mit Morales, der ihn jetzt vielleicht noch reinbringt. Hier, Bremer Fans, feuern sie nochmal an, wenigstens noch einen Punkt hier rausholen aus dem Spiel. So, Ecke kommt von Groß. Ja, war noch nichts, aber Groß hat die Ecke noch. So, es geht in die Nachspielzeit. Und der ist nicht drin. So, wenn Sie sich jetzt wundern, ob Ihr Bildschirm oder so kaputt ist, nein, wir schauen jetzt mal auf alle beide Spiele drauf, weil es an beiden noch spannend wird. Also Sie sehen jetzt beide parallel. Unten und oben. Unten ist Leverkusen und oben ist Bremen. Wenn Sie beide vielleicht jetzt kommen, haben wir sie für Sie jetzt nochmal hier beide Spiele parallel. Und in Leverkusen ist abgepfiffen. Also gehen wir wieder nach Bremen hier rein. Den Vollbildschirm und die Riesenchance. Bremen schafft das 1-1 nicht. Ja. Stark geschossen, aber auch stark gehalten. Ja, es wird spannend. Fallkonzert. Die Eckbälle sehen Sie oben nochmal eingeblendet und er ist nicht drin. Das wird wahrscheinlich dann die letzte Aktion gewesen sein. Wir haben gesehen, ungefähr 10 Sekunden noch. Es ist vorbei. Ist es vorbei oder? Es sind doch nochmal ein Angriff. Ich denke mal nach dem Abstoß hier. Ist es noch nicht? Vielleicht nochmal ein Angriff. Aber das war's. Ingolstadt gewinnt in Bremen. Leverkusen spielt 1-1, Dortmund gewinnt 3-0 gegen Gladbach, Hertha gewinnt in Wolfsburg 2-0 und Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen Köln. Das waren alle Ergebnisse hier nochmal und es war nochmal ganz schön spannend hier im Weserstadion, aber im Endeffekt war es das dann auch. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie schön sportlich. Bis später. Ciao.